Town. Willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Und ich hab's endlich geschafft. Was? Wo hab ich den gerade gespottet? Ah! Da kommt er. Die Stadt zu erreichen. Währenddessen habe ich irgendwie das Scope meiner Waffe verloren. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Yashka Yakal. Gefährlicher Typ, Alter. Gute Jagd. Ja, genau. Also wir werden uns ja hier vermutlich nicht sehr lange aufhalten. Wir werden jetzt ein paar Aufträge einsacken. Vielleicht mal kurz einen Arena-Kampf machen. Und dann ziehen wir ja schon weiter. Ich habe nämlich auch, das habe ich komplett vergessen, als wir angefangen haben, den Legend of the Zone Quest anzunehmen von Cold. Dass wir den Doktor besuchen gehen. Das müssen wir ja machen, um in der Hauptstory weiter zu verfahren. Ja, und mein Scope weiß ich nicht. Ich habe das abgebaut. Weil ich... Oh fuck, kommt ihr denn jetzt her? Niemals, Alter. Ich kann nicht schießen. Das ist... Genau. Das ist übelst verzögert. Was ist denn jetzt los? Komisch. Sehr sonderbar. Ja, jedenfalls habe ich das Scope aufgebaut, weil ich gucken wollte, ob noch was anderes raufgeht. Und das ging nicht, aber das, was ich abgebaut hatte, das war weg. Das lag auch nicht auf dem Boden oder so. Es war einfach verschwunden, wurde mir entzogen. Ja, vielleicht nur gemietet oder so. So ein Leasing-Scope. Na Leute. Alles fit im Schritt. Chimera Herz. Was hat der denn sonst noch gerne? Ich will nur ein bisschen was Schönes kochen. Mann, oh Mann. Oh. Es ist schon eigentlich anständig, dass du jeden fragen musst, ne? Aber. Es ist halt auch irre entspannt, das einfach über diesen Taskmanager zu machen. Dass du jetzt jeden anlabern musst. Für so eine verfluchte Fetch-Quest. Die Waschmaschine rastet schon wieder aus, ich hoffe, man hört es nicht. Defend Position. Ah, hier beim Eingangstor, hä? Wieder ein Platz bei Nacht. Okay. Wie viel auf der Müllhalde jetzt los ist. Militär töten, Dokumente finden, Cordon. Bandit. Hm.
Wieder Garbage. Okay. Das war ja schon mal ordentlich. Zombiehände. Ah. Ich habe gerade erst alles verkauft. Warte mal, da war was. Ah. Ach Mann, ey. Ah. Nee, das, die gebe ich natürlich nicht weg. So, dann gucken wir mal, ob die Duty Faction für uns ein paar coole Waffen hat. Die wir uns stürzen können. Weil mit unserer AK kommen wir nicht mehr weit. Das ist ein Todbringer, und zwar nicht mehr für den Gegner. Sondern eher so für uns. Hallo, ich würde gerne Dinge bei Ihnen kaufen. Man, der hat doch schon dasselbe Modell, nur in Heile. Ist natürlich jetzt nichts Überragendes, ja? Einfach aus dem Grund, weil wir den Händler noch nicht gepusht haben. Das ist der FMJ hier, oder? Kannst du mir nicht mal eine Info zukommen lassen? Wir haben ja ein bisschen Kohle, weil, passt auf, als ich auf der Müllhalde noch war, hat ein Händler rausgehauen, dass er irgendwie fast 50% mehr ausspuckt, wenn ihm einer Fleisch verkauft. Ja, da beiß ich natürlich an. Ja, ne? Bin ich gerannt und hab alles rausgehauen. Und hat auch insgesamt, glaube ich, fast 40.000 oder 50.000 Rubel gegeben. Deshalb sind wir wieder reiche Bitches im Moment. Er lebt meine Waffe nicht nach. Ah. Nein, was machst du? Oh. Was du? Alter. Wie kommt er denn dazu von hier hinten? Alter, war das ein Scheiß. Was war das denn für eine Kletteraktion? Meine Fresse, ey. Krass. Ich glaube, das mache ich lieber so nebenbei. Vor allem gibt mir immer dieses An- und Ausziehen so völlig auf den Sack. So, die Sache ist, der einzige Waffenhändler ist ja der Typ bei den Duties. Dann kriege ich hier jetzt hier wieder nichts Ordentliches. Ah, privet. Mit der Schrotflinte könnte man natürlich erstmal arbeiten, aber... Es ist so geil mit den Basic Tools, ne? Ich feiere das. Dass ich irgendwo zu... Oh, jetzt habe ich den PDA auch nicht mehr am Mann. Mann, Mann, Mann. Könnt ihr übertreiben mit dem Quatsch?
Guck mal, hier hinten ist ja oben Versteck aufgetaucht. Und hier müssen wir noch den das Fell in der Bar abgeben. Was könnte denn dann unser nächster Anlaufpunkt sein? Das hier ist immer noch übel lecker, ne? Also es würde ja Sinn machen, wenn wir... Gott, ist hier viel los. Wenn wir jetzt die Quest machen, in Legend of the Zone hier, und dann führt er uns ja nach Agroprom. Ich glaube, so war das, ne? Dass wir ins Dreloks Originalversteck schlüpfen. Und dann können wir hier Agroprom umkrempeln. Ich glaube, so machen wir das. Dann lass uns noch kurz ins Versteck gucken. Dass wir das alles so ein bisschen in einem Abwasch erledigen. Und dann gucke ich vielleicht nochmal auf dem Weg dahin. Ja, ich kaufe mir dann in der Dingssiedlung was. In der Clear Sky Siedlung. Ja, irgendwas werde ich mir jetzt auf jeden Fall kaufen. Uiuiui. Ich finde auch, man kann die Teile hier besser reparieren, ne? Ich habe die Pfeile irgendwann mal benutzt. Da ist der Wert nicht mehr so gering, was du damit reparieren kannst. Also du kannst eigentlich alles wieder zurechtfeilen irgendwie. Nicht ganz so schlimm wie bei Gamma, wo das dann immer so wenigstens 60% haben muss oder so. So, na gut, dann quatsche ich euch nicht weiter voll. Ich bringe jetzt noch das Fell in die Bar. Könnt ihr sich dann Teppich schneidern. Und dann treffen wir uns in den Sümpfen wieder. So ist der Plan. Bis gleich. Na Leute, die Sümpfe sind erreicht. Und hier hinten haben wir ja den Auftrag, Mutanten auszuschalten. Einer liegt schon. Aber hier hinten rennt natürlich was richtig Fieses rum. Das wird hart. Da ist er. Die versuchen wir jetzt mal zu legen. Die alte Sau. Oh doch. Ah, die wird sie jetzt verstecken. Bis ich irgendwie angehbar bin. Angehbar. Und dann sind auch noch blöde Köter da drüben. Wie viel habe ich von dem? 2 Stück. Danach packen wir das Gewehr weg. Wurde der hier updated? Ah, okay. Was sagt der PDA? Okay. Hier ist die Megle-Ansprinche. Okay, wir müssen das Licht nutzen, solange das noch da ist. Ah. Natürlich top, dass wir jetzt hier an der Leiter festhängen. Kann ich hier trinken? Nee. Ah, oh, die ist unter uns, glaube ich. Ja. Scheiße. Ah, nur beruhig dich doch mal, Junge.
Die Viecher machen ja kein Geräusch, ne? Oder ist sie tot? Ist sie denn irgendwo gestorben? Hier hinten ist ja ein X aufgetaucht. Was sagt denn der Quest? Wie bescheuert. Aber ich höre da auch noch irgendwas. Wir gucken einfach mal. Kann ja sein, dass ich sie erwischt habe, dass sie geblutet hat. Aber die Schwarzen, die haben ja mega viele Lebenspunkte normalerweise. Ich glaube, die wäre schon dran, wenn sie noch leben würde. Das ist wieder ein schönes Wetter. Ja, wir haben jetzt übrigens, ne? Ist jetzt frisch gemacht hier. Wir sind also jetzt richtig geile Stalker. Vorne muss das irgendwo sein. Oder das kann natürlich auch sein, ne? Dass hier sind ja auch viele Anomalien. Dass sie hierin gestolpert ist einfach. Genau, pack doch den Dings auch weg. Da, Tatsache. Oh. Plus Pelz, Leute. Plus Pelz. Richtig geil. Ah, die liegt ja fast drin. Juhu. Geil. Erstmal ihn auf den fetten Sieg rauchen. Habe ich noch eine? Ah, eine ist gut. So, ausgezeichnet. Was gibt denn unser Fell so her? Ah, nur 50%, ey. Schade. Mit Reißverschluss dran.
So, jetzt können wir natürlich ein bisschen was Feines abgeben. Ich habe natürlich immer noch kein Dingspaket gefunden. Keine Basic Tools. So, ich werde jetzt noch das. Wir besorgen uns noch das Versteck hier. Oder nee, ist Quatsch, können wir auch lassen. Machen wir morgen früh. Ich gehe jetzt in eine Basis. Ist schon entspannt mit der Schnellreise. Ich weiß, das ist. Ein bisschen verpönt. Nimm alle meine Kippen, Junge. Und Mais. Nimm den ganzen Mais. So. Okay, ich werde jetzt hier ein paar Aufträge abgeben. Vielleicht noch ein bisschen Kram einkaufen, ein bisschen Schrotmunition. Und dann gehe ich schlummern und dann sehen wir uns wieder. So Leute, es ist neblig. Optimales Wetter für uns. Hier ist das Versteck. Den Turm kann man noch ein bisschen sehen. So, und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil... Das wird jetzt richtig nervig, ne? Wir müssen das Loch im Zaun finden. Guck mal, hier ist gerade Prügelei. Da war immer mehr. Wir müssen hier Leute ausschalten. Hier anscheinend dann auch. Und hier müssen wir dann irgendwo das Loch im Zaun finden, um zum Doktor zu kommen. Da geht richtig der Punk ab. Mal erstmal unsere Dings rausholen hier. Das ist schon ein geiler Vorteil, ne? Auf große Distanz die KI angehen zu können. Bei Nebel jetzt natürlich nicht so. Immer hier rüber. Gucken, was hier noch übrig ist. Hunde haben sie erschossen. Und ich glaube, die Renegades, die werden hier mittlerweile auch besser. Ich habe nämlich noch ein Versteck geplündert, nachdem ich aufgestanden bin. Und dann war in eben Dorf einer mit einem Exosuit. Oh, guck mal hier. Die machen auch keinen Halt, ne? Bestimmt alle abgeknallt und jetzt haben sie wieder ein Feuer gesetzt.
Jetzt haben wir noch die Chance des Überfalls. Das ist ja nach dem Neuladen gleich wieder vorbei. Aber die müssten noch hier ungefähr. Wollen wir jetzt sagen, dass Kinder zu Hause ist? Okay. Gucken wir mal, was wir in dem Fischerdorf da finden. Kleiner Wichser. Oh. Feine Herr. Ah, die ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Was schießt das hier? Sieht doch interessant aus. Aber hier sind jetzt bestimmt schon scharf auf uns. Ich bin schon wieder überladen, ey. Ah, was mache ich denn nur, Leute? Schmeiß den Scheiß weg. Ja. Du bist ein dreckiger Messi. Ja. Was ist das denn? Ist das immer so? Ja. Ja, okay, Leute. Alter! Warum? Ah, das. Wir haben ihn erschossen mit den letzten zwei HP-Schuss, ne? Deswegen war das jetzt leer. Oh, das war ja richtig gut. Das war richtig schlau. Die einfach hier langballern. Oh, ich bin fast tot. Ja, oh, jetzt ist. Ja. Nö, das brauche ich. Nö, hab keinen Bock drauf. Fickt euch. So ein Schwachsinn hier schon wieder. Wieder einfach zu sagen, oh, jetzt bist du aber detected. Könnt ihr herkommen. Boah, du bist ja schon ran, Digga. Ist natürlich schlau. Wie schnell mir die hinterhergelaufen sind. Ich setze mir mal hier hin. Der klingelt. Alles scheiße hier. Ist auch geil, er ballert durch den Nebel. Sieht nichts. Da. War schon vier.
nicht sein Ernst, Alter. Bebub, bebub. Du wirst jetzt schon So, jetzt seid ihr auch wieder alle grundsätzlich woanders, ne? Okay. Ganz ruhig. Jetzt umrunden sie mir auf jeden Fall. Spritzer. Lass uns mal so weiter zurückfallen. Wir haben den Treffer aber gut überstanden. Pascha wurde erschossen. War ein Meister. Wo ist er? Danke, Junge. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Oh, das war... Das hätte auch ein Schatten sein können. Finde ich lustig, wie immer gleich die Kohle überwiesen wird. Oh! Oh, ein richtiges Brot, ein leckeres Brot. Oh, die haben wir aber schön. Schön zerlegt. Er hat selber auch nochmal bei. Das ist so ein Standardding bei euch. Achso, das war ja der Kollege von vorher, ne? So. Okay, ich glaube, das müssten alle sein. Hier ist noch versteckt, das wollen wir natürlich mitnehmen. Ganzen Schuss. Das ist natürlich lustig, aber. Ja, schon den gewaltigsten Rucksack hier gefühlt, aber es reicht einfach nicht aus.
Aber du findest halt auch permanent irgendein Kram. Gerade hier wieder diese Kids. Und den Kettle hier, der ist ja auch massiv. Wenn noch schnell wir zusammen grillen. Ja, wenn man unbedingt hier Kohle dafür benutzen muss, verstehe ich auch nicht. Wenn du Feuer hast, kannst du doch diesen Kettle da raufschmeißen. Schwachsinn. Scheißdreck hier. Dafür ist so ein Schweinepott ja da. Alter, nee. Nee, nee. Ihr packt den jetzt nicht so ja doppelt hier in die Verstecke. Boah, ist das lächerlich. Dürfte man aus Anstand der schnell nicht mehr aufsammeln. Oh. Schön der verstrahlten Suppe stehen hier blieben. Mal gleich das Bier. Ach, guck mal. Da ist das Loch. Perfekt. Direkt ein Bier drauf. Ich liebe diesen Nebel bei diesen Shadern, ne? Das ist. Ich find's einfach nur irre gut. Aha, ja. Ja. Einfach ruhig. Wird schon passen. Sie werden im Auto fahren. Und da sind wir wieder. Wie oft waren wir schon hier? Dreimal? Moin Doktore. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Das können wir durchklicken. Und der führt uns ja jetzt in den Untergrund. Was wir ja letzte Folge schon besprochen haben, wie das vermutlich ablaufen wird. Unser Durchgang. Jetzt müssen wir ja zum Argoproben und da lauern auf uns ja die pure Wucht an Verstecken. Ich denke mal, hier werden dann so viermal Expert-Tools drin sein in den Grünen. Mindestens. Ja, und da sehen wir uns wieder. Aber ich muss halt vorher erst das ganze Zeug loswerden. Das stapelt sich. Ich denke mal, ich mache ein Lagerhaus auf irgendwie. Irgendwie sowas. Gut, Leute. Im Argo-Proben, da treffen wir uns wieder.